Herzlichen Dank Ihnen für die Einladung hierher. Ich darf sagen, das ist nicht bloß ein Gemeinplatz, dass ich mich sehr geehrt fühle und vor allem, dass so viele gekommen sind, über ein Thema zu sprechen, wo man sagen kann, im digitalen Zeitalter wird doch alles anders. Aber was heißt das? Etwa im Bereich der Geisteswissenschaften. Und ich versuche Ihnen das gleich mal erstmal an einem Phänomen zu erläutern, das gar nicht meins ist, das Ihnen aber aus der Presse gegenwärtig ist. Nämlich Notre Dame. Sie wissen, der Brand hat Notre Dame sehr, sehr schwer beschädigt. Aber glücklicherweise wurde davor ein Projekt abgeschlossen, das ungefähr alles enthält, was Digital Humanities in diesem breiten Sinn ausmacht. Nämlich ein Mediävist und ein Kunsthistoriker, Andrew Tallon und Stefan Albrecht, haben diese Kathedrale, so und jetzt kommt's, in Datenpunkte zerlegt. Das ist nicht, was man üblicherweise machen sollte mit Kathedralen. Man kann vieles Dinge tun, aber hier hat man eben das, was Digital Humanists tun, einen mittelalterlichen Bau zerlegt in Datenpunkte. Also daraus ist etwa 1 Milliarde von Datenpunkten, Vermessungen geworden von innen und von außen. Also wirklich die kleinsten Details von irgendeiner Apsis sind mit vermessen worden mit einer Präzision etwa von 0,5 Zentimeter. Also Präzision gehört dazu. Das Ganze ist verbunden mit Fotografien. Also man kann diese 3D-Punkte mit Fotografien genau übereinander legen, sodass man dann das sozusagen farbig hat, was hier nur so als kleine Krisselpunkte da ist. Und man braucht dazu Vergleichsdaten. Daten alleine sprechen nichts, wenn man nicht in dem Fall andere mittelalterliche Gebäude genau vermessen hat. Und so ziemlich genau ist, was Andrew Tallon und Stefan Albrecht hier gemacht haben, das, was Digital Humanists tun. Sie fangen an, ein Gebäude, einen besonderen kulturellen Wert in den Mittelpunkt zu rücken und in den Daten zu zerlegen. Andrew Tallon hat es vor seinem Tod, er ist leider kurz davor verstorben. What I really wanted to do was to be able to mix all these things together. Love for medieval buildings. Also, man muss schon eine Liebe zu diesen alten Dingen haben, das ist das eine, for art, for technology, da würden jetzt nicht unbedingt alle mitgehen, aber genau das macht Digital Humanist aus, also sie mögen Kunst genauso, wie sie Maschinen mögen, gehört zusammen, und Wissen, neues Wissen zu gewinnen. Also, eine zentrale Aufgabe von Digital Humanities ist, kulturelles Erbe zu erschließen, besser zu verstehen. Understanding, das ist unverändert. Aber was sich ändert, ist, dazu benutzen wir Maschinen. Das sind alles große Maschinen, teilweise sehr aufwendige. Wir zerlegen die Dinge in Daten und wie Sie gleich noch sehen werden, wir benutzen ganz massiv Modelle, um diese Daten irgendwie zu strukturieren. Die geisteswissenschaftlichen Methoden werden also durch andere, eher computerbasierte, teilweise statistische Modelle ergänzt und erweitert. Und das passt nicht so selbstverständlich, zumindest für manche Köpfe, zusammen. Aber wenn Sie Digital Humanities machen, müssen Sie diese beiden Welten zusammenbringen. Das ist die Aufgabe. Und schließlich, diese Forschung wird selten alleine durchgeführt. Bei Editionen ist es auch selbstverständlich, aber auch bei diesen Erschließungen ist es nicht wie üblicherweise in der Kunstgeschichte, dass jemand alleine vielleicht in den Archiven etwa über die Königsgalerie spricht, sondern hier sind Teams im Einsatz, die eben genau diese Kathedrale vermessen haben und zeigen konnten, welche Bauunterbrechungen, Sie wissen vielleicht, bei Notre Dame gibt es kaum Überlieferungen über die Baugeschichte, dass tatsächlich Umbauten war, weil sich die Fassade nach vorne geneigt hat, der Grund war nicht fest genug und Details dieser Art konnten hier herausgefunden werden. Und schließlich, eine der Herausforderungen, die dann schon Richtung Bibliothek deutet, ist die Frage, wo werden diese Daten dauerhaft gespeichert? Also wo ist die Datenwolke, die die Notre Dame darstellt, eben aufgehoben? Daraus haben verschiedene, und ich greife nur zwei prominente Stimmen herausgestellt, die haben gesagt, die Situation ist eigentlich jetzt ganz einfach. Wir leben im Zeitalter datenintensiver Forschung. Das betrifft nicht bloß die Geisteswissenschaften, aber auch die Geisteswissenschaften. Tony Hay ist der Forschungschef gewesen von Microsoft, der von dem vierten Paradigma spricht, der datenintensiven Wissenschaft. Und Chris Anderson hat in einem berühmten Aufsatz
in Wired, das ist das Magazin, das die Nerds lesen, diesen berühmten Aufsatz, The End of Theory. Wir brauchen keine Theorien, wir haben einfach Daten und das reicht. Und zwar Petabytes von Daten und daraus können wir die Welt verstehen. Ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, Sie ahnen das schon und das ist ungefähr der Gegenstand meines Vortrags, den, wie Sie jetzt schon gesehen haben, in drei Schritten versucht vorzugehen. Ich versuche ein bisschen auch die Traditionen, aus denen dass wir schon Daten viel früher gesammelt haben, längst vor den Computern. Dann im zweiten Schritt eine der wichtigsten Veränderungen, nämlich die Frage von Modellierung, von Formalisierung, dass das eine neue Form ist, Geisteswissenschaften zu betreiben. Und ich glaube, das hat bestimmte Konsequenzen, die dann auch was mit Bibliotheken zu tun haben. Fangen wir an bei den alten Daten. Wenn Sie in die Gründungsgeschichte der modernen Wissenschaften gehen, dann sind Sie im 17. Jahrhundert, im Zeitalter der Konfessionalisierung. Und das ist ganz wichtig, anders als viele Leute sich allgemeinmenschlich das vorstellen, ist gerade der Konflikt der Religion eine treibende Kraft hinter der Entstehung moderner kritischer Wissenschaften. Das wird deutlich in einem der Gründungsdokumente Francis Bacon's The Advancement of Learning, in dem er heraushebt, was moderne Wissenschaften eigentlich brauchen. Und ich hebe nur hier zwei Dinge heraus. Das eine ist Bibliotheken. Wir brauchen also modern gesprochen Datensammlung unterschiedlicher Herkunft, also den Schrein, wo eben die heiligen und die antiken Autoren gesammelt sind, wo wir sie lesen können. Und jetzt kommt das Kritische. Wir müssen aber auch nicht bloß irgendwelche Bücher haben, sondern wir brauchen die Bücher mit dem wahren Text. Die richtige Edition ist sehr wichtig. Und jetzt komme ich immer mit meinem kleinen ultramontanistischen Werbeblock. Wo ist dieses Konflikt am deutlichsten? Das ist in der größten Edition, die diese Welt bislang meines Wissens nach gesehen hat. Sonst korrigieren Sie mich und Sie ahnen es schon. Die Acta Sanctorum natürlich. Also immerhin über 300 Jahre lang ediert, also Editionen können sehr lange dauern. Und was enthalten sie? Die Taten der Heiligen. Weil wie können die Karmeliter behaupten, dass ihr Orden tatsächlich auf den Propheten Elia zurückgeht, wenn die Quelle, die sie angeben, ein gefälschtes Pergament ist, das erst im Mittelalter hergestellt worden ist? Also entstehen nämlich die historischen Hilfswissenschaften, Daniel Papenbrock und andere, die Bollandisten, das gehört alles in dieses Umfeld, die zum ersten Mal kritische Texte, Diplomatik, Pharagistik, also die Siegelkunde, Numismatik und so weiter, die entstehen alle genau in diesem Umfeld mit dem Ziel, verlässliche Daten herzustellen. Über das Wichtigste, was es im Leben gibt, nämlich das Modell, wie wir leben sollen, die Heiligen, also da müssen wir nicht mehr drüber diskutieren, die Sache ist klar. Also, verlässliche Daten, auf die wir unser Leben ausrichten können, das steht hier am Anfang. Und es ist daher nicht zufällig, dass ein Jesuitenpater die erste elektronische Edition in den 40er Jahren angefangen hat, als noch nicht viele Menschen wussten, dass es Computer gibt. Aber Father Buser ist bei seiner Doktorarbeit über die Frage der Präsenz Gottes und wie kann der Präsenzbegriff verstanden werden, eben auf die Idee gekommen. Also mit Karteikarten komme ich bei dem Werk des heiligen Thomas, 56 Bände, mittelalterliches Latein, da kriege ich ein Übersichtsproblem. Das sind Computer sehr hilfreich. Die können nämlich große Datenmengen verarbeiten, schon in den 40er Jahren. Und mit Thomas Watson hat er ein riesiges Projekt begonnen, das Sie heute im Internet finden und wenn Sie sich dafür interessieren. Also man sammelt Daten, in dem Fall mit einer klaren Forschungsfrage auch, zur mittelalterlichen Philosophie, aber andere haben Daten gesammelt, also hier auch ein klassisches Projekt, das Corpus Inscriptionum. Ich sammle alle Daten aus dem Römischen Reich, also Inschriften in dem Fall, ohne dass ich vorher genau weiß, welche Fragestellung vielleicht an diese Edition einmal gerichtet werden. Und ich stelle das zur Verfügung, weil natürlich irgendwie die Antike, das ist natürlich die Vorannahme, beispielgebend ist und auf diesem Weg gewinne ich Daten für weitere Forschung, aber verlässlich, aufwendig erstellt.
können Sie auch im Internet inzwischen frei sehen. Heute gibt es eine Fülle von Editionen. Ich greife jetzt ganz unterschiedliche Beispiele aus. Sie kennen vielleicht die neue Mozart-Ausgabe als klassisches Akademievorhaben. Dieses Akademievorhaben hat die üblichen Abonnenten gehabt. Dann kam das Mozarteum zusammen mit Hewlett Packard. Und die haben dann angefangen, die ganze Sache ins Netz zu bringen. Das ist dann sehr aufwendig. Sie können also jetzt den gesamten Mozart, Details der Handschriften problemlos erforschen. Und das Hauptproblem dieser Edition ist, dass wir jetzt nicht über ein paar hundert Abonnenten sprechen, sondern am Tag 500.000 Zugriffe. Also Sie brauchen einen Server, der auch die Pianistin, die in Tokio in dem Apartment eine Mozart-Sonate macht und das Internet mal schnell dazu befragt und prompt dort rauskommt. Das ist eine ganz andere Herausforderung. Es öffnet einen Superstar der Kultur für die Welt, also stellt Kulturerbe her. In der Kunstgeschichte könnte man dieses Projekt Universal Leonardo da Vinci, seit 1911, seit dem Diebstahl der Mona Lisa, ein Superstar im Kunstbereich, wenn man nichts von Kunst versteht, aber die Mona Lisa kennt man, also ist genau richtig. Und Martin Kemp hat den eben auch aufwendig digitalisiert. Und das betrifft nicht bloß sein gesamtes Werk, also auch seine Schriften, sondern vor allem Ultraviolettaufnahmen, Röntgenaufnahmen von Bildern, mit denen Sie mit Ihrer Maus direkt auf Ihrem Schreibtisch, auf Ihrem Bildschirm die Bilder explorieren können und die Schichten unter der Oberschicht, also der Oberfläche, sehen können, wie hat zum Beispiel Leonardo die Figuren verändert. Sie wissen, diese Kompositionsform, diese dreieckige und so weiter, hat sich erst langsam herausgebildet. Und das können Sie unmittelbar nachvollziehen. Das ist nicht auf den Bildern gleich von Anfang an so. Und an die meisten Bilder kommen Sie gar nicht ran, aber an Ihrem Rechner kommen Sie unmittelbar ran. So. Also das verändert tatsächlich das kulturelle Erbe, dass die Daten sichtbar werden. Unser Blumenbach ist dagegen vielleicht nicht ganz so sexy, zumal wir eben Schädel auch haben, aber wir edieren eben nicht bloß Texte, nicht bloß Bilder, zum Beispiel Kupferstiche, sondern wir edieren auch einschließlich den Stachel vom Stachelschwein, also als 3D-Scan, den Schädel als 3D-Scan, die ganzen Mineralien und so weiter. Weil daran hängen die wissenschaftshistorischen Debatten zum Beispiel um die Frage, was ist überhaupt ein Säugetier, weil James Cook damals unterwegs war in Australien und plötzlich gibt es neue Arten und man weiß gar nicht mehr, wie die Taxonomie der Welt aussieht. Ja, und das hat eben erheblichen Einfluss. Also wir können fast jede Art von Objekten mit Texten und Texte mit Bildern verbinden. Das ist jetzt keine Rocket Science mehr. In der Archäologie ermöglichen Techniken wie die LIDAR, also eine Radartechnik, dass sie sogar Plätze edieren können oder die Daten darüber erheben können, die sie nicht wirklich sehen können. In dem Fall geht es um Angkor Wat, also eine mittelalterliche Stadt im Dschungel von Kambodscha. Davon können Sie als Tourist nur den hier gelb umrandeten Teil sehen. Der Rest ist Dschungel. Aber es ist klar, dass diese Stadt ungefähr 10-mal so groß war als den Teil, den Sie sehen können. Und mit dieser Radartechnik und dem aufwendigen Software, mit der Sie den Urwald wegrechnen, ich sage ich mal etwas vereinfacht, sehen Sie Verdichtungen zum Beispiel im Boden. Sie sehen, wo das Vieh gestanden hat, wo die Wasserwege waren, wo Mauerreste sind aufgrund dieser unterschiedlichen Reflexionseigenschaften. Und die Folge ist, Sie erkennen plötzlich wieder den Stadtplan einer Stadt, die niemand sehen kann. Die können Sie aber im Radar sehen. Und das ist natürlich komputationell unglaublich aufwendig. Sie können auch den Sound von New York der 20er Jahre edieren, wie die Thompson in einem Projekt gemacht hat, das ursprünglich erst Polizeiberichte nur enthielt. Also die Menschen kommen nach Amerika, viele erstmal nach New York. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie so von einem üblichen Dorf gekommen sind und plötzlich in New York sehr laut, gab es viele Beschwerden bei der Polizei entsprechend. Und mit diesen Berichten, davon sehen Sie da oben, hat sie angefangen zu edieren. Wie gehen die Einwanderer damit um, mit einer völlig neuen Situation, eine radikale Urbanisierung der Lebenswelt? Und dann hat sie eben angefangen, auch den Klang, so dass also auch der Sound, der die Menschen belastet hat, mithörbar ist. Also Sie können sich sozusagen die Ohren von Menschen vor 100 Jahren wieder vergegenwärtigen. Schließlich,
Und da bin ich immer sehr dankbar für dieses Beispiel vom Elias Greinbühl von E-Kodizes. Sie können Manuskripte in Editionen lesen. Also E-Kodizes sind nicht einfach nur mittelalterliche Manuskripte, sondern der entscheidende Punkt ist, Sie sehen hinter mir ein Manuskript, dessen Seiten deutlich unterschiedlich farblich sind, weil sie auf unterschiedlichen Scannern gelegen sind. Und das liegt daran, dass sie an verschiedenen Orten sind, nämlich dieses Augustinus-Manuskript ist an drei Orten, St. Petersburg, Genf und Paris. An Ihrem Rechner ist dieses mittelalterliche Manuskript, soweit die Seiten da sind, zusammengeführt. Sie lesen also diesen Text wieder, wie er vor 1000 Jahren einmal war. Aber Sie können nicht in der Realität lesen. Erst also in dem Sinne sind die Daten zusammengeführt zu einer Möglichkeit, einen Text zu lesen, wie er vor 1000 Jahren da war. Und die Metadaten beschreiben diese Details. Also ist alles unglaublich vorbildlich. Sie können Wörterbücher zusammenführen, die früher einzeln geführt worden sind. Sie können die Zahl von Belegen, das ist ja immer das Problem beim Wörterbuch, wie viele Belegstellen können Sie angeben, können Sie erweitern. Sie können also direkt von dem Wörterbuch in die Tageszeitung und so weiter gehen. Es geht leider nur bis 1900 zurück und statistisch auswerten. Und schließlich kommt zu diesen vielen kulturellen Daten noch kulturelle Daten jetzt dazu, mit denen wir vielleicht noch vor 2, 3 Jahren nicht gerechnet haben. Und ich nenne die mal Echtzeitdaten. Wir alle benutzen Netflix, Spotify oder Idacho oder Wattpad. Das heißt, jeden Tag entstehen Millionen von Datenpunkten über kulturelles Verhalten, über kulturelle Ausdrucksformen, Soundcloud und so weiter. Sie können also die Liste verlängern, was Menschen komponieren, was sie an Gedichten schreiben, Insta-Poets und so weiter. Da reden wir über eine riesige Community weltweit, aber auch hier in der Schweiz, die tatsächlich uns Daten geben, mit denen wir irgendwie arbeiten müssen. Das ist alles Gegenstandsfeld geisteswissenschaftlicher Forschung. Aber wir verfügen gar nicht über so einfache Methoden, um mal so schnell 1 Million Threads runterzuladen oder so etwas zu machen. Ja? Oder die Bildsprache bei YouTube in einer bestimmten Community zu analysieren. Das muss man erstmal können. Ganz grob zusammengefasst sind in den Geisteswissenschaften die Kulturdaten. Ich weiß, es ist sehr reduktionistisch. Kultur ist natürlich immer mehr. Kann das Herz bewegen, kann ein Gebäude sein, an dem man sich den Kopf anstößt oder sonst etwas. Aber aus Sicht der Digital Humanities sind es Daten. So, dafür gibt es eine Tradition. Daten sind also schon vor dem digitalen Zeitalter gesammelt worden. Und verlässliche Daten zu sammeln, steht am Anfang der modernen Wissenschaften. Wir haben aber jetzt Daten in einem Umfang, der es uns sehr schwer macht, mit den Methoden, die ich auch in meinem Studium gelernt habe, weiterzuarbeiten. Weil das ist nicht eine Sache, wo ich mal in die Bibliothek, in die Institutsbibliothek als Standardreferenz gehe, sondern die Daten sind an sehr verschiedenen Plätzen, sie überhaupt zu sehen, sie lesbar zu machen, sie zusammenzuführen oder sie zu klassifizieren und so weiter, stellt uns vor völlig neue Herausforderungen. Da haben wir keine Standardwege. Und drittens haben wir die Herausforderung, dass diese Daten ganz anders geteilt werden können. Sie sind nicht bloß wie die Mozart-Ausgabe eine Sache, so eine Akademie-Ausgabe hat sehr überschaubare Zahlen von Abonnenten und letztendlich auch von Nutzern. Und plötzlich reden wir über ein Weltpublikum. Und das ist nicht selbstverständlich, so etwas voranzutreiben. Sie kennen alle die FAIR Principles und Sie wissen, dass das kulturell nicht selbstverständlich ist. Also das radikalste Projekt, was Sie derzeit editorisch machen können, ist ein altuigurisches Wörterbuch herausgeben. Da haben Sie wahrscheinlich viele Mitarbeiter, die im Gefängnis sitzen und das können Sie auch nicht so einfach publizieren. Sie müssen auch überlegen, was die Konsequenzen sind und ob Ihr Server attackiert wird auf solche Dinge. Ja? Also ich glaube, ich brauche das nicht näher auszuführen, wo die Probleme bei solchen Dingen liegen. Also klingt gut, Open Science, ist aber alles andere als selbstverständlich. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, über, dass wir diese Daten sammeln, dass wir sie aufbereiten. Aber um überhaupt mit den Daten arbeiten zu können, brauchen wir andere Methoden.
Und auch hier gehe ich zunächst mal einen Schritt nochmal historisch zurück, weil viele denken, das ist alles grundsätzlich etwas, was mit dem Computer zu tun hat. In der Sache geht es alles auf die Zeit vor dem Computer zurück, aber der Computer skaliert es in eine Größe, die bis vor kurzem nicht denkbar war. Und ich will es an einem Beispiel aus der Kunstgeschichte deutlich machen, wie gearbeitet wird. Das ist die berühmte morellische Methode, also Giovanni Morelli, einer der wichtigen italienischen Politiker, Ärzte und ein großer Kunsthistoriker, der auf Deutsch geschrieben hat unter einem russischen Pseudonym, das ist eigentlich ein Anagramm, wenn man genau hinguckt, also wirklich ein bedeutender Kunsthistoriker. Und die Frage in der Kunstgeschichte war im 19. Jahrhundert, woran erkenne ich, ob ich einen echten Tizian und Raphael vor mir habe, wenn diese ganzen Kunstagenten, die für die reichen Familien in Italien unterwegs waren, Italiener sind auch nicht doof, haben natürlich überall mal Raphael und Tizian und so weiter dran geschrieben, das verkauft sich natürlich besser. Und die Kunstgeschichte ist etwas verkürzt gesagt über diese Frage entstanden. Und sehr gerne ist es natürlich, dass man sagt, ja, ich sehe die Farbigkeit des Tizian oder dieses Sfumato da, was bei Raphael da eine Rolle spielt, diese weichen Konturen. Und der Morelli hat gesagt, vielleicht sollten wir nicht auf die großen Sachen achten, sondern auf die Kleinigkeiten. Wie werden die Ohrläppchen gemalt? Wie sind die Finger gemalt? Daran können wir den echten Raphael vom falschen Raphael unterscheiden. Oder die Malschulen, genauer gesagt. Also die Idee ist plötzlich, den Blick wegzuführen und einzelne Details herauszunehmen. Man kann das als eine Art Formalisierung sehen, an denen ich vielleicht besser den Raphael erkennen kann. Sie wissen, Shakespeares Werke geschrieben, ist bis heute umstritten. Auch im 19. Jahrhundert gibt es eine ganze Reihe von Forschern, ich greife nur eins heraus, hat etwa der Mathematiker Thomas Corvin Mendenhall diese Frage auch aufgeworfen, hat gesagt, das kann man nicht einfach so spüren und so, sondern wir müssen verlässliche Methoden finden. Und eine Methode, die er herausgenommen hat, ist, er hat die Buchstaben gezählt, also wie lang sind welche Worte, die Shakespeare im Durchschnitt verwendet. Dann hat er Vergleichskorpora von Francis Bacon, der gilt ja auch als möglicher Autor von Shakespeare, dem Earl of Oxford und so weiter. Es gibt da eine ganze Reihe von Kandidaten. Und dann messen sie bei jedem, wie lang sind im Schnitt die Worte, gemessen einfach an den Buchstaben. Oder wie häufig kommen die Worte überhaupt vor? Wie lang sind die Sätze, also wie viele Worte kommen im Durchschnitt dran? In Wirklichkeit haben wir da alle ein Profil, das nur in Klammer gesagt, also das ist nicht ganz frei. Also die Idee ist schon richtig. Und das heißt, sie kochen eine riesige Frage, wer war Shakespeare, runter auf das Zählen von Buchstaben. Ja? Und das ist so ein bisschen wie die Digital Humanities vorgehen, also weit vor der Erfindung des Computers oder in der Archäologie. Und Sie sehen an den Sachen, das ist aus den 50er Jahren, jetzt haben sie diese ganzen Keramiken ausgegraben im Mittelmeer. Wie können wir die typologisieren, wie können wir sie klassifizieren und zusammentragen? Und auch hier eine formale Idee, ich schneide so eine Vase in verschiedene Sektionen. Also der Boden kann so sein, ein bisschen auseinander oder spitz sein, aber es gibt ein begrenztes Formeninventar. Der Mittelteil und der obere Teil, die Öffnung kann gerade sein, sie kann nach außen, sie kann nach innen sein, aber es gibt ein begrenztes Inventar, wie diese Teile aussehen kann. Das heißt, eine Forschungsfrage wird in bearbeitbare und irgendwie auch zählbare Einheiten runtergebrochen. Und in diese Richtung gehen wir. Hier mal ein paar Beispiele. Sie wollen zum Beispiel wissen, wer redet in den bekanntesten Hollywood-Filmen seit den 90er Jahren. Blau sind die Männer, Male Lines, rot sind die Frauen. Und Sie haben also hier bis in die 80er Jahre hinein, sogar 30 Jahre Filme. Und man bricht dieses Problem runter. Es gibt Untertitel, Datenbanken von den Filmen. Da sehen Sie immer den Namen davor, wer spricht. Dann brauchen Sie ein Wörterbuch von Männer- und Frauennamen. Dann können Sie ganz genau herausfinden, wer spricht und wie viele Worte sind hinter diesem Namen, bevor der nächste Name kommt, der dann wieder spricht. Das ist ganz einfach zu zählen. Machen Sie das für 30 Jahre. Blockbusterfilm sieht sehr blau aus. Ja, genau. Die Männer reden. Sie müssen ganz ans Ende gehen, hier hinten, da kommen dann die Filme, wo mehr Frauen reden als Männer. Sex and the City zum Beispiel, da dürfen die Frauen mehr sagen. Also es ist ein extremer Bias in diesen Blockbuster-Filmen. Und es wird leider nicht noch besser, wenn man nach dem Alter guckt.
Da muss man, also gibt es auch diese Datenbanken für diese ganzen Filme. Und dann können Sie sehen, dass ältere Männer in meinem Alter auch noch was sagen dürfen in Filmen, aber Frauen nicht. Ja? Sie haben also ein großes Problem, Gender Bias, letztendlich Ungerechtigkeit in kulturellen Ausdrucksformen, und Sie brechen es runter in Zählen von Wörtern, in Wörterbuchlisten von Namen, und dann können Sie das sehr genau messen. Sie können andere Methoden nehmen, das sind so Frequenzverfahren, stilometrische Frequenzverfahren. Zum Beispiel schreiben Männer und Frauen im 19. Jahrhundert unterschiedlich. Grün sind die Männer, rot sind die Frauen, wie zum Beispiel Johanna Schopenhauer, also die Mutter des Philosophen, die eine sehr populäre Autorin des 19. Jahrhunderts war. Die Messmethode ist im Prinzip wirklich Frequenzen von Wörtern. Wir nehmen die Texte, betrachten diese Texte als eine Tüte von Wörtern. Entschuldigung, wenn ich das so meinen germanistischen Kollegen sage, aber es heißt auch Bag-of-Words-Approach, es ist wirklich so, schütteln die durch und zählen einfach die Frequenzen und vergleichen diese Frequenzen mit bestimmten statistischen Verfahren und verwenden biologische Stilometriemethoden, wie man auch Arten von Schmetterlingen oder so unterscheiden würde. Und Sie sehen im Großen und Ganzen, clustern die Frauen bei den Frauen und die Männer bei den Männern. Aber es gibt auch Ausnahmen, die man sehr gut verstehen kann, zum Beispiel die Dorothea Schlegel, die clustert bei Goethe, weil die wie Goethe schreibt. Das orientiert sich, die ist eine extrem highbrow literature, würde man auf Englisch dazu sagen, während die meisten Frauen aufgrund der anderen Bildungssituation im 19. Jahrhundert middlebrow literature schreiben. Ja, das ist, kann man sehr, sehr gut mit solchen Verfahren sehen. Man kann auf die einzelnen Wortarten gehen. Das ist hier immer von 1880 bis 1930. Wie verteilen sich in der deutschen Literatur Verben, Adverben gegenüber Artikel, Präpositionen und Nouns. Und eine der Bewegungen hin zur literarischen Moderne, also zu Kafka und Schnitzler und anderen, ist, dass sie tatsächlich die Wortarten anders verwenden als die Generation Fontane, Gottfried Keller und andere. Also Artikel, Präpositionen, Nouns gehen runter. Es wird aktiver, es wird mehr Verben, Adverben spielen eine Rolle. Das können Sie sehr gut messen. Ist alles im Detail aufwendig, aber im Prinzip machbar. Man kann sogar in psychologische Kategorien gehen, basierend auf bestimmten psychologischen Modellen, zum Beispiel der frühe und der späte Kafka. Sie wissen, in der Kafka-Forschung immer eine Diskussion, ist Kafka ein Autor, der psychische Probleme hatte, ja oder nein? Inszeniert er sich so, sehr unterschiedlich gesehen. Und das ist hier unterschiedliche Wortgebrauche. Zwischen blau ist der sogenannte frühe Kafka. Sie wissen, Kafka ist früh gestorben, von daher ist früh und spät. Aber es ist eine Kategorie in der Kafka-Forschung, nicht von mir erfunden. Blau der frühe und der späte Kafka eben rot. Und Sie sehen in bestimmten Wortdimensionen, wie zum Beispiel Emotionsworten, die nehmen zu im Alter. Da würde man sagen, dem bewegt was, Affekt insgesamt. Aber in zwei Dimensionen geht es runter. Das sind vor allem selbstbezügliche Ausdrücke und soziale Dimensionen, das ist sowas wie Freunde, Familie und andere Worte. Und wenn die runtergehen, dann kann man nicht, also zumindest nach den psychologischen Modellen, die dahinter stehen, auf große psychische Schwierigkeiten hingehen. Wenn Sie das nämlich vergleichen mit zum Beispiel in den Tagebüchern von Sylvia Blas, dann sehen Sie, die spricht immer mehr über sich und die wird immer suizidaler. Und das können Sie an bestimmten Wortkategorien leider ziemlich gut sehen. Also psychologische Diskussion darüber. Eine andere Frage, und immer wieder machen wir, Sie haben eine Fragestellung und Sie müssen ein Modell finden, wie Sie das messen. Wir haben uns überlegt, Weltliteratur, wollten wir schon immer rausfinden, wie geht es und was liest die Welt und wie finden wir das raus? Naja, also wir kamen nicht weiter als folgende Idee. Naja, irgendwie bildet Wikipedia das Wissen der Welt ab. In 33 Sprachen oder wie viel. Und jetzt ist die Frage, wie können wir Wikipedia messen? Das kann man mit einem gewissen Hinsicht machen, weil es eine Datenbank gibt, die Wikipedia. Da sind die Daten drin. Und dort können wir alle Autoren rausfiltern und zusammenziehen. Und jetzt ist aber die Frage, wie messen wir den Einfluss? Das ist jetzt für die englische Wikipedia mit William Shakespeare in der Mitte. Und wir haben dann überlegt, ist es die Länge des Artikels, die uns was über das Gewicht des Autors sagt?
Ist es die Revisionsgeschichte? Das wäre eine andere Modellierung. Und wir sind eher am Ende mit dem Ergebnis rausgekommen, dass wahrscheinlich der beste Indikator die Linkstruktur des Artikels ist. Also wie viele Artikel von außerhalb verweisen auf diesen Wikipedia-Artikel und auf wie viele Dinge verweist der Artikel wieder nach draußen. Wiederum, Sie haben ein großes Problem, Weltliteratur. Sie überlegen, wie Sie es messen. Da gibt es ganz viele Biases, das klammere ich jetzt hier alles aus Zeitgründen ein. Und Sie müssen es auf eine messbare Dimension runterbringen. Und das ist sehr schwierig, die rauszufinden, wie man die macht. Und hier ist eben am Ende die Linkstruktur in der DBpedia sehr tragfähig. Noch schwieriger wird es für Echtzeitdaten. Also wir haben ein großes Projekt zur Leseforschung, auch mit dem Börsenverein. Sie wissen, es gibt riesige Welten, in denen Menschen Literatur schreiben und lesen, die auch der Börsenverein erst seit kurzem wahrgenommen hat. Also nur mal so ein Beispiel, Wattpad, das hat etwa 2 Millionen Autoren am Tag, die dort schreiben, über also Literatur und über Literatur und was sie da gut finden, also ungefähr 100.000 Geschichten. Und vielleicht kennen Sie mindestens Anna Todt oder so, das sind Superstars, mit Anfang 20 mehrfache Millionärin. Und wenn da ein neues Chapter rauskommt, neues Kapitel von ihren Büchern, dann liest man das natürlich auf dem Handy, also nur, dass es klar ist. Und dann hat so ein Kapitel durchaus mal so 10.000 Kommentare. Und am Ende, wenn dann so eine Romance-Serie zu Ende ist, fragen sich die Leute natürlich schon, wie die Leser von Rousseaus Nouvelle Héloïse, welchen Sinn hat mein Leben noch nach dem Ende des Buchs oder der Serie? Also wenn die Serienhelden zu Ende sind oder sie sich gekriegt haben, wie auch immer, dann ist ja die Frage, wie kann man weiterleben? Und genau diese Debatten werden da auch geführt. Also das ist nicht Feuilleton, ja, das ist nicht NZZ-Feuilleton, das ist klar. Wir versuchen das mit verschiedenen, das ist ziemlich aufwendig herauszufinden. Da sind nämlich auch Klassiker drin, das sind hier diese Bücher, also vor allem Jane Austen ist ein Superstar, die Bronte Sisters, ja, hier ist es nicht drin, sonst einer, der von den deutschen Autoren immer noch auftaucht, ist Hermann Hesse, das ist wirklich ein Klassiker. Und Sie sehen Pride and Prejudice und die Teen Fiction, die haben dann solche Titel wie The Bad Boys Girl. Da muss ich, glaube ich, über den Inhalt nicht viel sagen. Und was wir eigentlich versuchen herauszufinden, ist, ob diese Welten miteinander konvergieren. Das heißt, ob Leute, die anfangen, The Bad Boys Girl zu kommentieren, irgendwann bei Jane Austen oder Charlotte Bronte oder sonst wie rauskommen. Dafür gibt es ein paar Hinweise. Das ist im Detail nicht einfach und wir können die über die Zeit tracken. Leider haben wir herausgefunden, das dürfen wir gar nicht. Das ist völlig illegale Forschung. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir da machen. Also gut, Klammer zu. Im Detail ist das alles schwierig. Wir benutzen zum Beispiel für diese Analysen sogenannte Sentimentanalyse. Und ich nehme das nur als letztes Beispiel, um Ihnen deutlich zu machen, wo die Schwierigkeiten liegen. Sentimentanalyse modelliert Emotionen, aber was heißt Emotion? Ja, da müssen Sie sich entscheiden, welcher psychologischen Theorie Sie folgen. Folgen Sie Ekmans Basis-Emotionen, da gibt es 7 oder 8, also Ekel, Furcht, Freude und so weiter. Gibt es diese gemischten, eher nach Plotnik, oder gibt es valenztheoretische, also bestimmte Ausprägungen, die Valenz und Arousal als verschiedene Dimensionen führen? Wenn Sie in die einzelnen Packages, wie zum Beispiel in der R-Statistikprogramm, mit denen wir das machen, reingucken. Zum Beispiel benutzt Suger Ekmans Theorie. Damit kann ich zum Beispiel Tolkiens Return of the King ziemlich gut verfolgen. Wie mache ich das? Sie nehmen die Erzählzeit über den Verlauf des Romans, also von links nach rechts. Und dann gucken Sie in etwa 10.000 Wörtersegmenten einzeln nach. Überwiegen positive Wörter, ist es eher neutral, oder sind es negative Wörter? Dahinter ist also vereinfacht gesagt ein Wörterbuch gesetzt und da sind solche Wörter drin wie harmonisch, Hochzeit, Sonnenschein und so weiter, ist positiv und dann Ekel und andere Dinge, die sind eher negativ. Und dann misst das Programm, zählt einfach durch, ist positiv oder negativ. Und dann sehen Sie mit verschiedenen
statistischen Verfahren, aber im Großen und Ganzen ist einfach der Mittelwert über die erzählte Zeit. Und Sie sehen, am Anfang beginnt alles gut bei den Hobbits und so weiter. Und dann kommen die Orks und es wird alles ganz unglaublich schwierig und so. Und am Ende kommt der König und es geht alles gut aus. Sie können in die einzelnen Emotionen reingehen, wenn Sie Eggman folgen. Also wir können zum Beispiel das Genre Fantasy sehr gut erkennen, dass der Wechsel zwischen Furcht und Vertrauen einfach für dieses Genre konstitutiv ist. Wenn Sie das Gleiche jetzt mit Romance-Literatur machen, werden Sie ein anderes Emotionsverteilung sehen. Und darüber gibt es inzwischen schon Firmen, die auch im Verlagsbranche unterwegs sind, um zum Beispiel Bestseller vorauszusagen. Also die wissen, Verlage bekommen sehr viele Manuskripte, die gehen durchs Netz auch, versuchen die Bestseller rauszufinden und nutzen Maschinen, um das hinzubekommen. Aber das hängt an ihrem Emotionsmodell. Das sind theoretische Vorentscheidungen, die man stark in Frage stellen kann, um das einfach so zu glauben. Also, wir haben die Notwendigkeit, Experten zu haben, die sich in einem Feld auskennen. Die müssen nämlich die Daten entlang von Theorien, die man kennen muss. Man muss also das Gegenstandsfeld kennen. Ohne Expertenwissen geht gar nichts im digitalen Zeitalter. Die Maschinen übernehmen nicht das Kommando, sondern wir brauchen Kenntnis der Theorien, des Gegenstandsfelds, der Konzepte, der Methodologien, der Methoden. Wir sind viel mehr von Methoden abhängig als bislang in den Geisteswissenschaften. Das ist eine der wichtigen Veränderungen. Dann wirklich verlässliche Daten zu erheben, ist eine Herausforderung für sich. Das kriegen wir nicht so selbstverständlich hin. Und es führt dazu, dass wir stärker Richtung letztendlich irgendwie messbare Daten gehen. Das ist sicherlich eine Tendenz, die nicht zu übersehen ist. Und das hat Konsequenzen. Damit komme ich dann so langsam zum Schluss. Wir könnten sagen, naja, das Ideale wäre eine Universalbibliothek, wo wir alle, ich rede jetzt mal nur über die eher buchförmigen, textförmigen Texte zusammenführen. Das wäre eigentlich wunderbar, wenn wir die benutzen könnten und die hätten und zugänglich wäre. Auf die Idee sind schon andere gekommen, die kennen Sie, ein gewisser Sergey Brin, der jetzt gerade zurückgetreten ist, nur Aufsichtsrat von Google sitzt. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, um die Bücher zu digitalisieren, müssen wir in die Digitalisierungstechnik investieren. Das war der erste Schritt. Die Schlagzahlen von wenigen, ich glaube 300 hat man damals in der Stunde etwa geschafft, sind die auf 6.000 schon 2004 pro Stunde digitalisierte Seiten hochgefahren. Das war die Idee. Heute haben die, wir wissen es leider nicht genau, 30, 40, vielleicht 50 Millionen lesbare Texte, die ihnen Auskunft geben können. Was ist das Wurzelverb in den finnischen Texten in Google Books? Ja, das können die beantworten. Das Wurzelverb, also wenn sie einen komplexen Satz haben, gibt es ein zentrales Verb und diese Verbstruktur können die rausfinden. Das ist für die kein Problem. Bayerische Staatsbibliothek hat das ja gemacht. In der Schweiz ist es gerade ein aktuelles Thema, können wir nachher drüber reden. Einer der Effekte, der Direktor Czajnova immer sagt, es werden mehr Bücher runtergeladen und sie werden diverser runtergeladen, sie werden mehr genutzt. Also es hat die Breite der Bibliotheksbenutzung verbessert. Ich kann es nicht überprüfen, aber habe auch keinen Grund dran zu zweifeln. Allerdings, deshalb habe ich Ihnen diesen Artikel in The Atlantic, wenn Sie mal einen tragischen Artikel lesen wollen über Bibliotheken, The Tragedy of Google Books. Die Sache ist am Ende gescheitert. Wir haben die Universalbibliothek nicht, die wir gerne hätten. Also jetzt, das ist jetzt ganz egoistisch gesagt, ich hätte die gerne. Aber leider gibt es die noch nicht, weil eben dieses Settlement am Ende gescheitert ist. Was wir stattdessen haben, sind Portale, sehr gut für einzelne Forschungsbereiche. Rechts etwa für die klassische Philologie, Perseus, links für die Keilschriftforschung, die alle Quellen, die bekannt sind, in der Keilschriftforschung zusammenführt oder hier in der Antike alle Quellen, die wir aus der Antike bis in die Renaissance haben, von den klassischen Texten in Latein und Griechisch und in verschiedenen Übersetzungen zur Verfügung stellt. Sie haben im Monat etwa bei Perseus 350.000 bis 400.000 Nutzer, von denen etwa 10% die Originaltexte lesen. Und das ist das Ziel von Gregory Crane. Er sagt, die Antike ist wichtig für unsere moderne Gesellschaft und ich baue ein Portal, das die Gegenwart die Antike wieder liest. Und das hat er erreicht, wenn Sie 35.000 Menschen haben im Monat, die die Originaltexte lesen, dann können Sie eigentlich ziemlich zufrieden sein.
Es gibt viele, und jetzt kommen wir zu den Dingen, die uns notwendig sind. Wir brauchen eine Standardisierung. Heute Morgen haben die Studenten erzählt von dem Versuch, eine Brücke zu bauen bei Rheinfelden. Und man hat unterschiedliche Standards, wie man über den Meeresspiegel misst, genommen. Und dann kam die Brücke einen Meter falsch zusammen. Das ist genau das Problem von Standardisierung. Also Modernisierung hängt eng mit Standardisierung zusammen. Und Digitalisierung ist immer, immer zuerst Standards, Standards, Standards. So, ohne das geht's nicht. Um Daten zu nutzen, Sie müssen sich nur mal Linked Open Data 2007, mit dem, das kann ich hier gar nicht darstellen, 2014 ist nur ein kleiner Teil, das explodiert einfach, wie Datenontologien organisiert sind, vor allem auch im Bereich der Lebenswissenschaften, das ist einfach unglaublich. Und es funktioniert halt nur, wenn Daten standardisiert sind. Oder CIDOC-CRM für, ob das jetzt Raumdaten oder Zeitdatenpunkte sind. Also welche Datenmodelle wir verwenden, wie die sich durchsetzen, wie sie akzeptiert werden, spielt eine große Rolle. Sie kennen, ich kann das jetzt nur noch sehr pauschal machen, aber es geht immer um dieselbe Frage der Standardisierung. Europäer Datenmodell, die Anforderungen, die hier formuliert worden sind, also auch die Originaldaten abzubilden, die Bearbeitung von Daten darzustellen, Revisionsgeschichten darzustellen. Ist das eine Dimension des kritischen Daten? Denken Sie dran an die Acta Sanctorum. Das ist immer noch im Prinzip dieselbe Idee dahinter. Und wir stehen, glaube ich, vor einer Frage, die sehr gut dieser Knowledge Organization des COS darstellt, ist die Frage, wie weit wir bei diesen Standardisierungen sozusagen die natürliche Sprachlichkeit bewahren und wie weit wir zu einer kontrollierten Sprache übergehen, also im Prinzip am Ende Katalogeinträge sind eben extrem standardisiert. Ontologien brauchen bestimmte Standards. Das ist die große Herausforderung. Warum nimmt es zu? Wir sind nicht die Einzigen. Ich will Ihnen nur eine Dimension geben. Vielleicht haben Sie es gesehen. Springer ist ja nicht doof. Die machen ziemlich viel. Die haben hier das erste Buch, das ist von einem gewissen Frau oder Herr oder Das Beta-Reiter geschrieben, über Lithium Ionen-Batterieforschung, das komplett mit maschineller Intelligenz, mit einem Deep Learning-Verfahren zusammen mit der Frankfurter Computerlinguistik entwickelt worden ist. Das heißt, die haben aus den bei Springer vorhandenen riesigen Forschungsdaten, also Papers und Daten, alles, was die dort haben, im Bereich der Lithium-Ionen-Batterieforschung zusammengezogen und die Maschine hat selbstständig den Text geschrieben, der es ermöglicht, dass Sie, wenn Sie jetzt einsteigen in die Lithium-Batterien-Forschung, den Forschungsstand zu diesem Datum bekommen. Und das ist der Anfang. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren, das wird nur noch wenige Monate dauern, die sitzen alle da bei Wiley und bei Elsevier, Sie arbeiten im Bereich Onkologie oder denken Sie an die vielen neu gegründeten Universitäten in China. Die wollen bauen ein neues Institut auf, ganz groß, und wollen sofort gegen viel Geld den Forschungsstand für einen bestimmten Bereich haben. Und den kriegen sie. Ja? Und das erstellen Maschinen und es wird sauteuer verkauft. Sie wissen, dass das Ganze hoch anfällig ist für Bias. Ja, Sie kennen diese Geschichte von Facebook, dass die Bewerbungsschreiben beurteilt haben und haben lauter Daten von Männern als Bewerber reingegeben und komischerweise waren die Bewerbungen von Frauen schlecht bewertet dann da drin. Also diese Sachen entstehen. Ich habe Ihnen hier nur so ein paar Sachen da drauf gegeben. Racial Profiling bei Polizei. Das hängt alles damit zusammen, dass bestimmte Experten entscheiden, welche Daten das sogenannte Trainingset im Machine Learning sind. Und von diesem Trainingset lernt die Maschine, was rauskommen soll. Ja? Und jeder Fehler, den Experten machen, schlägt unmittelbar durch. Wenn sie von kleinen Datenmengen zu großen Datenmengen gehen, ist extrem anfällig, sehr, sehr gefährlich. Also, da gibt es viele Probleme und wir haben große Fragen damit, wie organisieren wir eigentlich den Workflow von Forschung in den Geisteswissenschaften? Jonas Kuhn hat gerade dazu ein sehr schönes Paper geschrieben, der zeigt, dass man nicht erst anfangen kann, die Geisteswissenschaften setzen, dann kommen irgendwie die Computational Scientists dazu,
sondern dass das ständig ineinander und im Sinne einer gegenseitigen Korrektur gehen soll. Also das, was er Scatterling-Dilemma nennt, ist die Frage, an welcher Stelle muss welche Seite mit wem zusammenarbeiten, damit das auch wirklich funktioniert und bestimmte Bias vermieden werden. Und mit Subjectivity Problem ist damit gemeint, viele Daten sind nicht eindeutig. Sie lassen mehrere Beschreibungen zu, mehrere Klassifikationen. Wie gehen Sie mit Kontroversen um und wie bilden Sie das in dem Workflow ab? In dem Moment, wo Sie eben so datengetrieben arbeiten, ist jede Entscheidung immer ausschlaggebend. Also weil Methode spielt eine größere Rolle. Sie können also den Titel von Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode umdrehen. Bei Gadamer ist die Wahrheit eine Sache, die sich ereignet, indem Sie Rilke lesen. Und über Methode, sagt er, muss ich eigentlich gar nichts schreiben, das brauchen wir gar nicht in den hermeneutischen Sachen. Das ist das Ereignis der Sinnhaftigkeit, ist das zentrale Thema bei Gadamer. Hier ist es genau umgekehrt. Am Anfang steht die Methode und jeder Schritt dieser Methode beeinflusst das Ergebnis ganz erheblich. Und das macht es so aufwendig, so schwierig. Ich komme damit zum Schluss. Also Kultur als Daten. Expertenwissen wird wichtiger. Je mehr Sie über einen Bereich wissen, einen historischen Bereich, Kunstgeschichte, was immer es ist, desto wichtiger werden Sie. Ohne dieses Expertenwissen ist die datengetriebene Wissenschaft nicht möglich. Ganz anders, als es öffentlich immer wieder dargestellt wird. Algorithmen übernehmen das Kommando. Es ist umgekehrt. Sie spielen als Expertinnen, Experten eine Rolle. Standardisierung, ohne das können wir nicht zusammenarbeiten. Wir sind darauf angewiesen. Da müssen wir uns ganz anders zusammensetzen. Drittens, wir müssen diese Daten, die wir benutzt haben, irgendwie speichern, sinnvoll speichern und nachnutzbar machen. Davon sind wir derzeit noch vorsichtig gesagt weit entfernt. Sie können weder bei Google noch aus einer Bibliothek einfach sagen, gib mir alle Novellen zwischen 1860 und 1895, ich klicke mir die zusammen, ich baue darauf meinen Korpus und ich mache von dort aus meine Untersuchung und dann stelle ich dieses Korpus anderen zur Verfügung, dass sie meine Forschung nachvollziehen können. Also dass Forschungsprimärdaten und Validierung eigentlich notwendig wäre. Das ist derzeit noch ein Wunsch. Schließlich brauchen wir kollaborative Forschungswege. Diese Forschung wird in der Regel von Gruppen gemacht, nicht von einzelnen Geisteswissenschaftlern. Das ist eben ein wichtiger Unterschied. Und meines Erachtens sind Bibliotheken die dauerhaftesten Einrichtungen, die genau diese Qualität der Acta Sanctorum haben, nämlich vertrauenswürdige Quellen, von denen Francis Bacon auch am Anfang gesprochen hat, zur Verfügung zu stellen. Und deshalb ist die Frage, wo gehören denn eigentlich diese Daten, kulturellen Daten hin? Sind Rechenzentren etwas, die für historische Daten zuständig sind? Meine Tendenz geht dahin zu sagen, ja, das hat doch eher was mit Bibliotheken zu tun. Aber das ist vielleicht mein historisch geprägter, konservativer Blick da drauf, weil dahinter letztendlich immer noch die Utopie steht, dass wir mal so eine Universalbibliothek haben, in der wir uns als Kultur selbst betrachten können. Das war's. Vielen Dank.